Wie siehst du die Karrierechancen als Wirtschaftsprüfer, Thomas? Vielen Dank für den super Content. Erstmal danke für dein Lob. Karrierechancen als Wirtschaftsprüfer. Ja, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, Karriere zu machen. Also du kannst dort dann später zum Steuerberater werden oder zum Wirtschaftsprüfer als Titel Wirtschaftsprüfer tragen. Also den Titel Wirtschaftsprüfer tragen. Also ich denke, in so einem Big Four ist da ziemlich viel möglich. Ne? Du arbeitest dann halt vor allem mit Großkonzernen. Das ist oft ein bisschen anonymer. Vor kurzem waren wir mit unserem Steuerberater essen, der hat uns auch erzählt, der war in einem Big Four gewesen, hat uns erzählt, was so die Vor- und Nachteile sind. Also ja, Karriere kann man dort auf jeden Fall machen, aber ich denke, du hast dort auch gute Ausstiegsmöglichkeiten, um dann später irgendwann im Controlling oder im Rechnungswesen von Großkonzernen Karriere zu machen. Ja. Gibt es viel zu Switching zwischen den einzelnen Big Fours? Also dass Leute? Ja, also ich denke schon. Also war wobei eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, wenn du in einer Firma warst, dann ist es bei den anderen eigentlich relativ gleich. Also insgesamt, also von den Strukturen, ne, das sind gigantische Konzerne, weltweit vernetzt. Gibt es natürlich schon kulturell ein bisschen Unterschiede, aber so gigantisch sind die nicht. Und von daher, ich glaube, wenn du da rausgehst aus so einem Big Four, dann hast du nicht Lust, in einen anderen zu gehen, weil du verlierst ja auch ein bisschen was, wenn du einen verlässt, weil du lässt ja dann quasi dein Netzwerk zurück. Ist aber auch eigentlich eine ganz gute, würde ich jetzt mal behaupten, eine ganz gute Basis, so 2 Jahre in der Beratung bzw. in der Prüfung. Ist ja wie quasi so ein Business-Kurs mit Praxisbezug. Gerade was so Bilanzen lesen, Spreadsheets und so weiter angeht. Ja, die harte Arbeit machen. Kann das eigentlich nicht schaden, aber ja, viele sagen halt, Wirtschaftsprüfung ist nicht so sexy wie Beratung. Jemand hat gefragt, ich fange in ein paar Tagen meine Ausbildung als Bankkaufmann an. Irgendwelche Tipps? Go for it, Arno. Ja, also ich habe auch eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Angefangen, nicht zu Ende gebracht, danke. Ich wär zu dem Punkt noch gekommen. Bei mir war es nicht so mein Film irgendwie. Ironischerweise bin ich jetzt trotzdem irgendwie halbwegs im Finanzbereich gelandet. Aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist bei Rechnungswesen von Anfang an aufzupassen. Das ist so ein Fehler, den ich begangen habe. Ich habe am Anfang halt nicht zugehört, so das erste halbe Jahr. Und danach habe ich nichts mehr verstanden. Dabei ist es eigentlich nicht so kompliziert. Und das hat mich dann ein bisschen demotiviert. Und ansonsten würde ich mal ein bisschen gucken. Ja, es ist halt die Bank, also bei der du deine Ausbildung machst, spielt halt auch eine Rolle. Gewisse Unterschiede zwischen zwischen Privatbanken und jetzt Sparkassen und Volksbanken. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich hatte so Unterricht in der Berufsschule unter der Woche immer und die anderen hatten Blockunterricht. Das heißt, die hatten 3 Monate Bank, 3 Monate Schule. Ich hätte es lieber gern mit im Block gehabt, anstatt so 50-50, dass ich halt mittwochs einen halben Tag in die Schule musste im Anzug. War auch nicht so geil. Genau, aber ja, Rechnungswesen wäre so mein Tipp. Ich meine, du fängst ja bald an, das heißt, du hast wahrscheinlich schon einen Ausbildungsplatz. Und ja, auch immer schön mitschreiben bei den Lehrgesprächen. Die sind natürlich auch wichtig, dass du dann in jeder Station weiterkommst. Hast du sowas gehabt, so Lehrgespräche? Ja, eigentlich nicht. Ja, aber ich habe es auch im Schnelldurchlauf gemacht, weil ich habe es ja neben dem Studium gemacht und dann hatten wir gar keine Berufsschule, sondern wir mussten uns das quasi selbst aneignen. Und damit kann ich eigentlich auch gleich auf eine zweite Frage eingehen, ebenfalls hier zum Thema. 1 Monat Rechnungswesen verpasst, IB noch möglich. Also wenn du dir Rechnungswesen nicht in Eigenregie beibringen kannst, ohne jegliche Hilfe, dann bist du, glaube ich, im Investmentbanking fehl am Platz. Weil Rechnungswesen nicht so komplex ist, wie man denkt. Also Rechnungswesen bringt man sich sehr, sehr gut, ziemlich schnell selbst bei. Das ist ultimativ logisch. Also ich finde Rechnungswesen eigentlich cool, weil du lernst halt einfach ein bisschen logisch und strukturiert zu denken. Und das kannst du dir auch selbst beibringen. Also das ist wirklich kein Problem. Also du kannst auch komplett durchschlafen in der Berufsschule. Das kriegst du selbst auf die Kette. Und dann okay, das nehme ich jetzt mal nicht als Angriff. Aber damals gab es auch kein YouTube oder... Hast du gesagt, dass du den ersten Monat verpasst hast? Sehr gut. Ja, ja. Aber das ist auch eine Interessenfrage. Also es hat ja nichts damit Intelligenz oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach nur eine Interessenfrage. Wenn es dich nicht interessiert, dann weißt du, es gibt gewisse Themen, die mich nicht interessieren und dann kann ich mir so in den Kopf prügeln, wie ich will. Es geht halt einfach nicht. Keine Lust, weißt du? Wie schwer ist Mathe im BWL-Studium? Also kommt ein bisschen drauf an. Also du kannst dich natürlich in sehr mathematische Fächer reinarbeiten. Zum Beispiel Ökonometrie ist so ziemlich das Komplexeste. Also es ist Finanzmathematik, ein anderer Begriff für Finanzmathematik. Ist natürlich sehr komplex und da bin ich ehrlich gesagt auch ausgestiegen, habe versucht, diese Kurse zu vermeiden. Aber ansonsten ist Mathe in BWL absolut machbar. Ich habe nach meinem Abitur erstmal 3 Jahre gearbeitet oder 2, weiß nicht mehr, 3 Jahre gearbeitet, bis ich dann ins BWL-Studium bin. Dementsprechend sind meine Mathekenntnisse zwischendurch haben sich eher zurückentwickelt, wie das halt so ist, wenn man sich mit einer Thematik nicht weiter beschäftigt. Und ich habe es trotzdem ziemlich easy hinbekommen. Ja, also es ist wirklich einfach nur eine Fleißarbeit, sich wieder einzuarbeiten und das ist eigentlich ganz cool. BWL-Mathe sollte man schaffen. Ja, also ich glaube, alle, die hier Naturwissenschaftler
oder Ingenieure sind, die werden müde lächeln über die Matheanforderungen im BWL-Studium. noch niedriger sind die Anforderungen nur im Jurastudium, aber da muss man ja mit Zahlen nicht so viel zu tun haben. Kleiner Front an die Juristen. Sympathisch. Das war auch bei uns im Gymnasium so. Ich war im Wirtschaftszweig und Thomas war im S-Zweig, also naturwissenschaftlichen Bereich. Mhm. Und da wurden auch die aus dem Wirtschaftszweig immer belächelt, weil du konntest halt alles abwählen, Bio, Chemie, Physik. Ja. Und Mathe war auch noch nicht schwierig, also es war einfach bester Zweig. Also ich war ehrlich gesagt nie absolut, ich war nicht schlecht in Mathe, ich war aber auch nicht gut. Ich bin auch ein ziemlich miserabler Kopfrechner. Ich habe vor kurzem mit einem Finanzprof gesprochen, der auch zu mir meinte, dass er ein miserabler Kopfrechner ist, wo ich mir dachte, wow, das beeindruckt mich. Man kann auch als schlechter Kopfrechner, kann man auch Professor werden, Finanzprofessor. Wenn man dann anfängt, sich mit der also Spaß daran zu haben und so weiter, dann geht das schon. Ich habe mir schon fast mal überlegt, irgendwann mal Mathe zu studieren oder so. Das wäre, glaube ich, so die ultimative Life-Challenge, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. BWL-Mathe zu 80% Dreisatz, das stimmt absolut. Ja, das ist wirklich, also meistens nur einfache Optimierungsprobleme, die per Dreisatz zu lösen sind, genau. Aber Dreisatz ist nützlich, ja. Das changes your life. Wird es ein Buch 2.0 geben, eventuell mit neuem Thema? Weiß ich nicht, ob es ein neues Buch geben wird. Also zunächst, also derzeit ist überhaupt nichts geplant. Weil Buchschreiben ein riesen Monsterarbeit ist. Deswegen haben wir uns das jetzt erstmal nicht aufgebürgt. Nichtsdestotrotz ist unser Verlag natürlich mehr als scharf drauf, ein weiteres oder multiple weitere Bücher mit uns zu schreiben. Und die stellen uns auch immer ganz gerne mal so ein paar Ideen vor und so weiter. So ist das. Vorher mussten wir alles selbst machen. Jetzt hofiert uns der Verlag. So ist die Branche. Aber von daher, kurze Antwort. Nein, es ist derzeit kein weiteres Buch geplant. Aber wir schließen es auch nicht systematisch aus, nie wieder ein weiteres Buch zu schreiben. Aber es muss halt einfach ein gutes Thema stimmen. So, wie oft wirst du auf der Straße erkannt? Kann ich das quantifizieren? Schon häufig, sage ich mal. Ja, bisher immer nur nette Begegnungen gehabt. Teenage Boys hauptsächlich. Das stimmt so nicht. Also ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, so beim Essen oder so. Eine letzte Frage noch. Einer meinte, was hat euer Studium für die Selbstständigkeit gebracht? Viel. Gute Frage. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel die ganzen Animationen von den ersten Videos und das Cutten und der Umgang. Ja, Basic. Ohne dein Studium würde unser Finanzfluss heute nicht so aussehen. Also die Videos genau. Nicht so aussehen, wie sie heute aussehen. Also wir konnten halt alles so zu zweit immer alles selber stemmen, ganz am Anfang. Das war schon ein Vorteil, dass man halt... Wir haben halt keinen Cent ausgegeben. Eine damalige Freundin hatte eine Kamera, die wir uns geborgt haben, haben dann geshootet, konnten das Video selber schneiden, animieren, hochladen und so weiter. Das war eigentlich ganz gut. Also so ein bisschen, ich glaube, beim Studium was ganz gut ist, ist so Skills zu lernen, wo du selber schon mal ein bisschen allgemeine Skills, mit denen du schon mal gut vorankommst. Wann wird bei Überfluss normalerweise gestreamt? Antwort ist ja. Sehr unregelmäßig. Unregelmäßig, aber hochfrequent, wie es im... Unregelmäßig, aber hochfrequent, genau, so haben wir es in den Titel geschrieben, ja. Ich hoffe, dieses kurze Video mit den Fragen aus der Community hat dir gefallen. Wenn auch du deine Fragen das nächste Mal im Livestream stellen möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn wir hier auf Überfluss live sind und dann kannst du deine Frage direkt in den Chat reinposten. Bis zum nächsten Mal.